Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. Ich weiß gar nicht, warum. Haben wir eine E-Mail? Nein. Ah, ich wollte ganz kurz gucken, ob das mit dem Hades-Ding gestimmt hat. Hades-Nexus. Da müssen wir, brauchen wir zwei Sachen. Proteanisches Speere und Obelisk von Karsa. Hades-Nexus. Okay. Hades-Nexus. Wo ist denn der? Hades-Gamma? Des Nexus. Waren wir da schon mal? Da waren wir noch gar nicht. So wie es aussah, waren wir da noch gar nicht. Ich habe etwas gefunden. Allianzfregatte Hongkong und es hat die 5. Flotte der Allianz aktualisiert. Okay. Hier kommen wir nochmal hin. Das mache ich jetzt allerdings nicht, weil schwierig werden. Haben wir genug Treibstoff? Okay, dann gehen wir erst nach da oben. Signal bestätigt. Obelisk. Ah, schön, wir haben den Obelisken. ULG-Sprung erfolgreich. Wir kommen dann... Ja, also das Wichtigste haben wir gefunden. Sagen wir es so. Das Wichtigste haben wir gefunden. Ich habe etwas gefunden. Gehen halt auch gleich ab wie Zäpfchen, gell? Reaper. Wenn wir jetzt noch das zweite hier finden, dann bin ich schon mal zufrieden. Weiß gar nicht, wer das gebraucht hat. Ob es auf der Citadel war? Ich bin mir gerade ein bisschen... Da muss ich sagen. Allianzfregatte Leipzig! Ja! Ein... Ach schön, aus Deutschland. Sollen wir es nochmal wagen? So. Ausweichen erfolgreich. Okay. Signal bestätigt. Bitte lass es das andere sein, was wir hier finden müssen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Lauter Aufregung. Genau, das war's. Irgendwas mit proteanisch war's. Gut. Dann Ade, Vache. Runde zum Massenportal.
dann würde ich hier ganz kurz mal beenden machen und schauen, ob wir noch irgendwas machen müssen. Im Logbuch. Wir müssten noch in den Nimbus-Cluster. Ich weiß nicht, wo Irune war. Also Nimbus-Cluster müssen wir noch und... Apienkranz. Nimbus-Cluster, Apienkranz und Dekuna. Boah, jetzt machen wir erstmal Nimbus-Cluster und Apienkranz. Okay. Ist was, okay. Reaper umgangen. Ich hoffe, es ist beim nächsten Mal noch da. Mal. Nimbus-Klasse und AP. Oh, da war auch was. Das habe ich ganz übersehen. Das ist so hell da, dass man es kaum sieht. Ist es das? Ist das der Nimbus-Cluster? Weil da steht nicht Cluster dran. Sowas verwirrt mich. Dann gehen wir erstmal dahin. Aber wahrscheinlich ist es so schön. Bräuchte mal ein bisschen Treibstoff? Treibstoff. Hier noch irgendwo hinfliegen, dann fliegen wir erst irgendwo hin. Das einzige, ne? Castellus. Bevor wir hier wieder irgendwas. Nee, ist es nicht. Okay, dann fliegen wir erst nach da unten. Die Gung ist ganz schön hell hier. Da ist der kleine Planet. Ich habe etwas gefunden. Wow. 3 Sachen. Treibstoff. Das ist schon mal gut. Plathilde der Turianer. Schön. Sehr schön. Also unser Kriegsaktivposten, der geht gerade voll ab, ne? Nochmal. Na gut. Wir haben keinen Treibstoff mehr, aber schade. Das wären 750 gewesen. Okay, hier sind wir fertig. Dann gehen wir jetzt zu Castellus. Signal bestätigt. Banner des 1. Regiments. Ja. Das brauchten wir. Gucken wir mal, ob es hier noch was. Hier gibt es tatsächlich noch was. Hier ist auch noch was. Okay, verstanden. ULG-Sprung erfolgreich. 80% haben wir schon. Das heißt, hier beim Massenportal wird es wahrscheinlich nichts geben. Wir tanken kurz, dann scannen wir trotzdem und dann fliegen wir weiter. War mir ein bisschen klar, hier wird es nichts geben. Nexus, irgendwas. Nee, was war's denn?
Nimbus, ne? Nimbus-Cluster. Ich hoffe, ich habe es richtig. Du warst, glaube ich, irgendeine Bibliothek. Ich habe etwas gefunden. Sehr gut. Tja. Sollen wir die anderen trotzdem noch machen? Die anderen Sachen. Wenn wir eh gerade da sind, oder? 83%, guck mal. Also entweder hier oder da drüben. Das wird auf dem anderen Ding sein. Hier auf jeden Fall nicht. Fliegen wir nach da. Ist dann noch? Wird schon reichen, ne? Finden wir es raus. Leben am Limit. Signal bestätigt. Ach, da Ausweichen war's. Erfolgreich. Wahrscheinlich ein Treibstofflager. Ist hier Treibstoff? Mist. Mist. Okay, ich mache auch nochmal beenden. Guck nochmal, wo wir hin müssen. Also wir waren jetzt, wir haben das. Ah, das Nexus haben wir beide. Auf Ranoch und deaktivieren Sie den Server, der die Geth-Jägerstaffel kontrolliert. Wo ist noch Ranoch? Priorität Tessia. Papierenkranz haben wir. Dekuna würde ich auch gerne machen. Also ich würde gerne. Ich würde gerne. Ranoch und Dekuna machen. Die auf ihrer Heimatwelt Dekuna festsitzen. Suchen Sie auf Dekuna nach Überlebenden. Retten Sie sie, falls möglich, und kehren Sie dann zum Elkor-Botschafter zurück. Also. Dekuna. Dekuna oder. Ranoch. Ich weiß nicht, wo die waren. Ich weiß auch nicht, wo Irune ist. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Weiß nicht, spring jetzt mal durch die Gegend. Genau da ran. Vor allen Dingen gibt es hier nicht mal ein Massenportal, ein Treibstoff. Wir brauchen natürlich Treibstoff. Ist das bitter? Ich habe etwas gefunden. Lecco mio. Reaper okay. Umgang. Anus Becken. Waren wir auch noch nicht. Ich weiß nicht, woran noch ist. Ich könnte ja auch mal einfach nach. Treibstoff haben wir auch keinen. Oh Gott, noch da! Oh. Treibstoff. Aber wir hatten nur noch 50. Geht's auch nicht weiter? Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter.
Heißt, wenn es was gibt, dann muss es, ist es nur hier. Ist aber nichts. System. Angeblich ist es im Perseus-Nebel. Weiß nicht, ist es jetzt irgend so ein kleiner Planeti? Was noch? Da kann ich jetzt landen? Hä, verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Entschuldigung, bitte. Sie auf Randoch und deaktivieren Sie den Server der Dings. Warum kann ich das nicht machen? Irgendwas. Hä? Dann fliegen wir halt jetzt nach Dekuna. Dekuna ist im Cilia-Nebel. Keine Ahnung, warum ich das nicht machen kann. Ich verstehe es gerade nicht. Vielleicht fehlt mir auch noch irgendwas dazu. Was habe ich gesagt? Wo ist es? Cilia-Nebel. Nervt mich gerade ein bisschen. Warum kann ich es nicht machen? Irgendwas verpasst? Cilia-Nebel, wo bist du? Cilia-Nebel. Und da müssen wir ins Pontius. Vielleicht können wir das machen. Pontius ist da drüben. Hatten wir genug Treibstoff? Ja. Warum kann ich da nichts machen? Ich verstehe es gerade. Signal bestätigt. Das ist jetzt ein Witz. Okay. Ich dachte, ich sehe die Welt. Das ist irgendwie gerade sehr komisch, weil wir sollten die doch retten. Rekurflottille erhalten. Wir haben zwar noch nichts gemacht, aber okay. Ich dachte, wir sollten da echt irgendwas machen, ne? Ich würde nämlich sehr gerne auf den ihren Planeten. Codex der Ahnen. Echt jetzt? Das war's? Kann ich noch mal was machen? Nö. ULG-Sprung erfolgreich. Habe ich es jetzt geschafft? Ich weiß nicht.
Das war jetzt nicht so schlau. Ausweichen erfolgreich. Hoffentlich ist es noch da. Wir haben es immerhin gefunden. Da ist es auf jeden Fall. Das ist noch da. Scharfschützeneinheit. Hier sind wir fertig. Das ist doch auch was schön. Da hinten hätten wir noch eins. Ich würde aber ganz kurz mal tanken. Ich glaube, wir waren tankt, ne? Ja. Und dann können wir noch das letzte machen, weil die anderen können wir ja eh gerade nicht hin. Jetzt halt mal ein bisschen weiter hier, ne? Nicht wahr? Stoff. Ah, wie mich diese Reaper nerven. Ich kann es euch gar nicht sagen. Die nerven mich so richtig, die kleinen Scheißer. Dahin. Haben wir meinen Kaffee geäxt hier? Muss man hin? Tessia! Sag's noch mal ganz kurz. Wie auch schon in den letzten Folgen. Ich habe immer noch Mikrofonprobleme, weil ich ja immer noch am Stück aufnehme. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Nicht wundern. Irgendwann wird es vielleicht besser. Lasst euch überraschen. Sie liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Wir nehmen ihn mit. Komm, wir nehmen mal Kaidan mit. Ja. Elf Punkte haben wir, sehr schön. Komm, wir machen das voll. Und dann haben wir noch 5 Punkte. Können wir den noch irgendwo einsetzen? Hier könnten wir sie noch einsetzen. Angriffsdrohne, kurze Distanz. Die Drohne betäubt Feinde kurzzeitig. Oder erhöht den Schaden der Drohne, verbessert die Schildermut. Gut, bei den anderen beiden, da haben wir 12. Urstrahl. Das. Den machen wir voll. Oder Aufladetempo und was ist das andere? Mit Schaden gegen eingefrorene
um 15% schwächt gepanzerte Ziele. Dann die Liera, was 11 Pünktchen. Ja, also natürlich. Und erhöht Schaden gegen Barrieren und Panzerungen und erhöht Aufladedichte. Bestätigen. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athain. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Venesia hat sie mitgenommen? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckte doch mehr dahinter. Was meinen Sie? Ich habe Ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich erinnere mich an Ihre Mutter. Sie hat immer gegen die Indoktrination gekämpft. Und jetzt kommt all das zurück. Was ist, wenn Tessia dasselbe Schicksal blüht? Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Wird schon schief gehen. Hey, anschnallen! Das dürfte turbulent werden. Wir hatten die Mutter ja im Teil 1 kennengelernt. Wir hatten ja ein bisschen gegen sie gekämpft. Ihr erinnert euch vielleicht. Kann nicht wirklich passieren. Meine Heimat. Darüber dürfen Sie jetzt nicht nachdenken. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Dann runter. So einfach, Entschuldigung. Wo ist er? Lieutenant Curran, wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Es ist wichtig, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Was hat man Ihnen über mich erzählt? Nur ihre Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Ja, ich weiß, aber Sie müssen der Befehlskette vertrauen. Wir wissen nicht, ob es diese Kette überhaupt noch gibt. Warum machen wir das hier? Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen.
Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Mit der Superwaffe der Proteaner gewinnen wir diesen Krieg. Proteaner, hä? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance. Hier, Lieutenant Kurin. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Na, dann wollen wir doch mal alles geben, Dann wollen wir das doch. Was sind die Heuschrecken? Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen, man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. Hoffen wir's. Vorsicht! Das muss ein Ende haben. Behalten Sie diesen Zaun. Ich treib das immer an. Vergessen Sie das nicht. Da kommen Sie nämlich. Zurückdrehen! Das war's. Und jetzt Tempo! Runter von der Brücke! Alles in Schutt und all. Ich würde gerne die Planeten ohne Krieg sehen. Verteilen und in Deckung gehen! Auf die Flakmarken! Die dürfen uns nicht umstellen! Hehehe. Ich glaube, das ist Warp, gell? Oder? Die Tür vor uns könnte der Ausweg aus diesem Mist sein. Banshee. Gerade ist noch eine mutierte Asari aufgetaucht. Ist eine Reaper-Versammlung oder sowas? Machen Sie weiterhin Druck! Wow. Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Das war hell. Zur Sicherheit. Einfach nur zur Sicherheit. Man weiß es ja nie, ne? Man weiß nie, was passiert hier. Ich kann diesen Dingern immer noch nicht entgegentreten. Meine eigenen Leute. Ich sag es ungern, aber es ist eine verdammt effektive Strategie. Eine Spezies auf sich selbst zu hetzen? Die schütteln unseren Verstand ganz schön durch. Über uns! Es gibt Augenblicke,
Geschichte in meinem Leben, die ich gern vergessen würde. Das erste Leben, das ich verlöschen sah. Vor uns los, Scharfschützen auf dem Balkon. Das sind Asari. Möglicherweise könnten wir sie erreichen. Hier ist Spezialistin Kayla. Spezialistin Geneva wurde soeben durch Heimschutzmoment. Shepard ist soeben eingetroffen. Wir haben doch eine Black Widow, ne? Ist das eine andere? Wir haben Black Widow 1. Was ist das Neue? Wann? Kopf einziehen! Wie lange können Sie durchhalten? Jetzt, wo Sie da sind, so lange wie nötig. Können Sie diesen Krieg wirklich gewinnen? Wenn wir es zu dem Tempel schaffen, sind Sie... Ich hab das doch gewechselt, oder? Über Geschichte! Dann schnappen Sie sich da drüben Ausrüstung, wenn Sie welche brauchen. Wir heizen den ein! Netter Schuss! Gib mir Mühe! Sieht aus wie eine Todeszone! Hier in Deckung! Nicht nachlassen! Was ist das? Ach, da unten. Das war der letzte. Bewegung, oh, die hat nicht viel Munition. Guck mal, die ist schon leer. Das ist dein Weg hier raus. Ja, die ist schon leer. Wir haben keine andere Wahl. Warum? Ich nicht? Hallo? Wird schon stimmen. Ups. Yes. Was ist mal so? Ah, ich lasse es doch nicht so. Vielleicht sollte ich das... Albtraum hört niemals auf. Nee, irgendwie nicht. Oh, doch, das wird er. Wir gehen zu diesem Artefakt und dann können wir alle aufwachen. Boah, wie schön das eigentlich wäre, Tessia. Ich kann kaum glauben, dass wir es fast geschafft haben. Es hat so lange gedauert. Vorsicht! Wir wollen zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber... Nur ich bin noch übrig. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Ich will die nicht einsetzen, ehrlich gesagt, aber anscheinend habe ich wirklich keine Wahl. Ja, es ist hart, aber ohne deren Hilfe kommen wir nicht rein. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Taylor und Schwarm, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden. Hier Taylor 1. Bin unterwegs. Taylor 5 im Anflug. Bodenziele bestätigt. Waffen überhitzen. Fackelt sie auf. Los, Commander. Ich decke Sie von hier aus. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Wir bringen Sie in diesen Tempel.
vor. Gott, so. Da oben. Hä? Warum hat es nicht getroffen? Okay. Keine Raketen mehr, wechsel zum Geschütz. Ob wir beim nächsten Krieg die Allianz auch zu einer Luftunterstützung überreden können? Ja. Hier hoch. Vorwärts, das ist unsere Chance. Gegen die komme ich nicht an, ne? Viele Opfer. Wir müssen dafür sorgen, dass es das wert war. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Gehen wir rein. Würde ich ja gern. Aber die Vordertür sieht verschlossen aus. Hier. Lassen Sie mich mal sehen. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Militär? Für einen Tempel? Vor allem, weil nur noch wenige der Athame-Doktrin folgen. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Das gefällt mir nicht. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Was ist mit ihren Kehlen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Die Göttin Athame selbst. Ein Relikt des alten Glaubens. Ich bin beeindruckt, aber weshalb diese Mühe für eine tote Religion? Es ist ziemlich raffiniert, selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athame historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Hier ist ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Ich wünschte, wir hätten den Mars-Sender besser versteckt. Was wohl in dem hier steckt? Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Sie haben doch selbst gesagt, dass der Tempel uralt ist, Liara. Gute Gelegenheit, seine Geheimnisse zu knacken. Das macht es noch nicht wahr. Aber es würde einiges erklären. Alle 200 Jahre ein paar Durchbrüche und die Asari bleiben die Vorreiter. Das wird der Grund sein. Wenn das stimmt, hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Dann hätten wir nicht diesen Schlamassel.
Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Und wir haben nicht viel Zeit, um es rauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das der Punkt. Bei der Göttin. Buchstäblich. Achtung, es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint sie für eine Proteanerin zu halten, Shepard. Der Dechiffrierer, den sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Erinnern Sie mich nicht daran. Hier ist nichts. Sobald wir dieses Problem gelöst haben, können wir den Tegel fertigstellen und der Krieg ist vorbei. Er scheint hochzufahren, das spürt man. Anscheinend versorgt jede Verbindung den Sender mit mehr Energie. Ich wette, wir sind die Ersten, die das je geschafft haben. Das ist keine Verbindung. Weitersuchen. Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Da! Wieder eine! Ich glaube nicht, dass wir schon fertig sind. Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Hier ist keine Verbindung. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass sie das noch erklären, was das Input-Teile. Geschafft. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Eine Minute. Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tegel fertigzustellen. Ein Proteaner. Der hier ist tot, glaube ich. Erinnern Sie sich an Vigil? Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das Sie Tegel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Waren alle Proteaner so hart? Warum haben die Proteaner den Tegel zu ihrer Zeit nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Noch jemand ein Déjà-vu? Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Angriffe der Reaper. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Und wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden. Nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und Sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Noch besteht Hoffnung. Wir müssen wissen, was der Katalysator ist. Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tegel gefunden und bauen ihn schon. Der Tegel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Wenn Sie den Kampf fortsetzen möchten, werde ich Sie nicht daran hindern, obwohl ich Ihre Erfolgschancen für minimal halte. Wir gehen das Risiko ein. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tegel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. See.
toten Wissenschaftler. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Shepard. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihr Shadow Broker die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zu ihrer Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein. Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Sie haben zu viel Zeit mit dem Feind verbracht. Er zieht Sie auf seine Seite. Sie denken sogar schon wie er. Nein, ich sehe die Dinge nur anders. Wenn Ihnen wirklich etwas an der Menschheit liegt, dann schließen Sie sich mir an. Stellen Sie nie meine Absichten in Frage. Ich habe für die Menschheit mehr geopfert, als Sie ahnen. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre. Sie haben vergessen, wofür Sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch, aber wie üblich am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als Sie zugeben wollen. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich diesen Konflikt endgültig. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihr ab. Und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Ich wurde getroffen. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Achtung, Jäger! In Deckung! Bringt das was? Bringt nichts, ne? Sind langsamer, als ich gedacht habe. Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz! Der Jäger geht in Stellung! Jetzt hat der Spaß für Sie ein Ende geschafft. Ja, wo ist er? Wirklich schade, dass ich ihn immer scheitern. Es kann nur ein Ende geben. Unterstützung anvisieren. Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. Mm-hmm.
Heimat! Festhalten! Hier, Shepard. Was ist Ihre Position? Wiederhole! Ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie! Geben Sie mir... Der Lieutenant ist tot! Unsere Zone bricht zusammen! Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie! Moment! Da kommt ein Reaper! Bitte! Ist da jemand? Ich... Oh, bitte! Nein! Commander Shepard, sind Sie da? Commander! Ratsherrin? Die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgerissen. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin? Schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Warum nicht? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Ich... Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Ich muss gehen. Pläne müssen entwickelt werden. Es geht um den Fortbestand unserer Zivilisation. Ich habe nie mit diesem Tag gerechnet. Niemand hat das. Es tut mir leid. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Nun, etwas wäre da schon. Dann raus damit, Trainer. Ich konnte Kailings Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Aber das Signal verschwand im Lyra-System. Natürlich. Es ist aber nicht einfach weg, sondern es wird aktiv blockiert. Wie? Ich bin nicht sicher. Aber etwas stört sämtliche Signale in diesem Weltraumabschnitt. Commander, im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Denken Sie, wir sollten uns das ansehen? Ja, Ma'am. In der Tat. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben eine Spur. Und die wollen wir nicht wieder verlieren. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Zu der Zeit waren sie dort die einzige Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten.
ist über Videoleitung verfügbar. Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kai Leng hat sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenen Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssen es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende. Ich weiß gerade nicht, ob man das so einfach abschütteln kann, wenn eine ganze Spezies eben ausgelöscht wird. Ich find's nicht. Und ich glaube, er auch nicht, wenn es die Menschen wären. Und er kämpft ja auch gerade für die Menschheit. Okay, ich mache eine ganz, ganz kurze Pause und wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten.